Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4 Part 26. Und in diesem Part, meine Freunde, waren wir an der Stelle, als wir in Libertalia waren. Aber ihr seht schon, der Hintergrund, es ist alles ein bisschen anders. Ja, ich habe jetzt eine Couch in meinem Zimmer. Das heißt, meine alte Couch, ja, die musste mich verlassen. Nee, die steht jetzt in meinem Bruder seinem Zimmer. Und, ja, es ist alles ein bisschen seltsam. Ich sitze gerade auf mehreren Kissen. Kein Witz, damit ich höher bin. Weil das Problem ist, das Sofa ist sehr niedrig. Wenn ich da jetzt hier aufnehmen würde, würdet ihr gerade mal meine Stirn sehen vielleicht, wenn überhaupt, ja. Deswegen ist es hier eine sehr wackelige Sache gerade, aber ich schaff's irgendwie, okay. Und es geht auch direkt weiter, scheiß drauf. Ja, heute, wow. Wow, diese Farben, ey. Ich liebe diesen Fernseher immer noch, ja. Ich habe ja auch einen neuen Fernseher für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, aufgelöst, ne. Ich glaube, das war das falsche Wort. Ich bin auch sehr kaputt von der Schule, weil ich komme gerade von der Schule. Und ich dachte mir, direkt ein Video aufnehmen, scheiß drauf, auch wenn ich komplett geistig behindert bin. Ist mir sowas von egal. Ja, wir sind in Libertalia, in der, wie sagt man, Piratenkolonie. Keine Ahnung, und wir erforschen hier jetzt alles. In diesem Part werden wir alles erforschen. Und ich habe noch meine sexy Waffe auf dem Rücken, die ist ultra geil. Ich liebe die einfach. Und ich habe 4 Granaten, also perfekt. Wenn da irgendjemand kommt und mich ficken will, Alter, dann fick ich ihn, aber definitiv. Lol, was schreibt er da auf? Niven, scheiß in Ordnung. Was hat er aufgeschrieben? Das will ich jetzt sehen. Er hat es einfach gezeichnet, oder was? Was? Libertalia, Pfeil, der auf den Turm zeigt. Schatzkammer? Es könnte die Schatzkammer sein. Ja, der Turm da hinten. Da, wo wir jetzt gleich hin wollen. Moment. Und zwar hier. Da hinten. Ja, nicht da hinten. Hinter dem Haus jetzt gerade. Man sieht es einfach nicht. Ja, übrigens, ich mache gerade jetzt das Berufskolleg, also die Fachhochschulreife, weil ich meine Ausbildung abbrechen musste, weil ich da einen Unfall am Knie hatte. Ja, und wir haben uns bisher nur vorgestellt, also wirklich, in jedem scheiß Fach müssen wir uns einfach nur vorstellen und wir haben einfach keinen Unterricht gemacht und ich denke mir so, okay, wie macht man eigentlich nochmal beim Klettern diesen Haken? Ich hab's vergessen. Naja, werden wir gleich herausfinden. Im letzten Part habe ich hier aufgehört, glaube ich, hier unten. Hey Sam, sieh dir das an, eine Schmiede. Oh, eine Schmiede, das sieht hier geil, geil. Hier sind ein paar Entermesser. Oh ja, die ist aber übelst kaputt. Aber ich würde es trotzdem Rafe aus Hirn schlagen, ey. Ich würde ihn auch mit dem umbringen. Hauptsache er ist tot, weil Rafe ist ein richtiger Hurensohn. Geiler Scheiß. Kann ich die? Nee, ich dachte gerade, ich kann die benutzen. Halt, du räudiger Hund! What the fuck? Ich wollte nur. Ja, nein, ich weiß. Das sollte nur. Genau. Bist ein mieser Pirat. Bist ein mieser Pirat. Ich bin Hurensohn. Ein richtiger Hurensohn. Was laber ich für eine Scheiße? Hast du mit anderen Völkern gehandelt? Wenn, dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Ich habe gerade geil zugehört. Ja, also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus für alles, was ich in diesem Part sagen werde, ja. Übrigens, ich habe einen Livestream gemacht die letzten Tage und der ging so heftig ab, also es war so ein richtig geiler Ultra-Livestream, ja. Ich hätte nie so gedacht, dass es so positiv läuft. Ich habe sogar Spenden bekommen. Ich dachte mir so, what the fuck? Ich hätte niemals gedacht, ich dachte, ich bekomme nie Spenden oder so. Aber direkt so 21 Euro oder so, was ist schon heftig. Ich meine, für den ersten Livestream ist es echt gut. Und wie viel einfach zugeschaut haben, ich glaube 30 Stück oder so. Also wir waren 30 und ich meine, manche streamen schon seit 4 Jahren oder so und bekommen gerade mal 4... Was waren das? Gefunden. Ja, die Kneipe. Ja, wie gesagt, manche bekommen einfach 4 Zuschauer und die machen schon ewig. Deswegen, das war echt cool. Das war richtig geil mit euch. Hat ultra Spaß gemacht. Oh, gleich mal alle Flaschen kaputt machen. Wir gehen hier erstmal hoch. Ja, hier. Da konnte ich nämlich irgendwas anklicken, glaube ich. Oh. Ich habe das jetzt übrigens auch mit den Farben besser hinbekommen. Ich glaube, das Bild ist jetzt sehr gut. Also es war, keine Ahnung, was bei der letzten Aufnahme los war, aber jetzt ist wieder alles normal. Moment, ja, ich kann da unten irgendwas machen, ja. Setzen wir uns mal hin. Was kann ich da machen, what the fuck? Keine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Jo. Oh. Was wollten die hier? Wir sollten weiter.
Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Ja, einfach den Puff aufmachen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hast du dich schon mal gefragt? Ich frag mich die ganze Zeit, das muss doch voll geil sein. Einfach mitten auf so einer Insel, wisst ihr? Oh shit. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Was ich mich fragen würde, wenn man alleine auf dieser Insel ist und so eine Kolonie gründet, ich meine, das muss doch voll geil sein, keine Gesetze, gar nichts. Okay, ist natürlich blöd, wenn es da ein paar Hurensöhne gibt, wo einen umbringen wollen oder so, dann gibt's kein Gefängnis, aber... Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Ja, vielleicht... Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, Bill. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt, also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Okay, Zeit zu gehen. Ja, der liebe Sam, der will lieber ein paar Leute umknallen und ein paar Schätze sammeln, ja. So kenne ich den Sam, Alter. Tja, mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Aber die Stühle halten noch, ja? Ich meine, das ist doch auch schon mal ganz wichtig. Was haben wir hier? Eine alte Gitarre. Guck dir das mal an, ey. Ist voll cool hier alles. Ich liebe solche verlassenen Orte, habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Ich mag sowas einfach. Ich frage mich nur, ob hier irgendwo ein Schatz rumliegt. Das ist jetzt meine Frage. Werden wir gleich sehen. Ich gehe mal ganz nach oben. Und danach noch in das hintere Haus dort. Dort in dieses. Wenn ich da rein kann, das sieht interessant aus. Ich gehe mal hoch. Hui! Das war die Kneipe, ja. Als ob hier nirgends ein Schatz liegt, hundertprozentig. Ein altes Bild. Ob ich da rausklettern kann, das frage ich mich die ganze Zeit. Wow. Oh, lol. Okay. Nichts Besonderes, oder? Einfach eine Flasche? Ah, halt. Halt. Ja, was ist das für eine Stahlflasche, Alter? Wollt ihr mich verarschen? What the fuck? Ja, wahrscheinlich, oder? Wir leben mal nach. Drück! Ich dachte, es liegt vielleicht ein Schatz drin, wisst ihr? Wieso konnte ich die gerade an... Was? Wieso? Aus welchem Grund? Das war gerade voll seltsam. Käfig. Die hatten auch schon Haustüre. Ja, ich meine Haustiere früher. Wer, Alter? Da hatte jemand... chronischen Durchfall oder sowas. Sieht sehr lecker aus. Okay. Oh, halt mal. Ob ich hier irgendwo hinspringen kann? Das sieht verdammt verdächtig aus. Moment. Ah, und wie ich da jetzt hinspringen kann? Geil. Aber ich glaube, da hätte ich auch so hoch können, oder? Ach, warten, wir schauen einfach mal. Dort hintere kann ich immer noch, aber jetzt... Das sieht hier sehr cool aus. Oh, hat sich... Wow, Nathan, geh da rein! Sind Sie eigentlich... Alter Schwede, Mensch. Ja, wenn sich neue Wege aufmachen, sollte man die auch gehen. Wisst ihr? Fast wie im echten Leben. Ich hoffe, ihr seht mich auch. Weil es ist wirklich alles ein bisschen anders. Alles ein bisschen verstellt und ein bisschen komisch, aber... Ich denke mal, es ist gut so. Ich mache übrigens nächste Woche am Wochenende wieder einen Livestream. Also höchstwahrscheinlich, ja. Also, es macht so Spaß. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Urne oder so. Oder einfach ein Gefäß.
Wie kann ich es denn schwenken? Ich will es ja schwenken, aber irgendwie geht's nicht. Naja. Für was kann ich die angucken? Einfach so. Ich meine, hier liegt so viel geiles Zeug rum, dann kann ich hier einfach so eine vergammelte Scheiße anschauen. Zum Beispiel hier. Hier, was ist das für eine Phase? Das will ich auch anschauen. Das kann ich aber nicht anschauen. Wieso? Das wird immer interessanter gerade. Hallo? Verschlossen. Na klar. Verschlossen. Wir kommen da rein. Wow, das sieht voll creepy aus, der Typ da hinten. Stell dir vor, da kommt jetzt plötzlich so ein Gesicht. Ey, ich würde so einen Herzinfarkt bekommen, ohne Spaß. Wie kommen wir da rein? Bestimmt hier irgendwie. Oder? Oder von... Da oben irgendwie? Kann ich mich da hinhängen? Geht... Ah. Ja, komm, Nathan, Alter. Als ob. Na, schade. Ja, er läuft hier einfach die Treppe hoch. Okay, Moment, ich will nochmal zurück. Gibt's hier einen anderen Weg? Kann ich hier irgendwo lang? Am Fenster oder so. Hier. Ja, ach, okay. Spring einfach raus. Naja, hier geht's wohl kaum. Das sieht voll am Auseinanderfallen aus, das Ding. Das macht mir irgendwie Angst. Wow. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Nee, irgendwas stimmt hier gar ganz und gar nicht. Wieso zum Fick liegen hier tote Pferde? Ich muss mal ganz kurz was für meine... Oh Menschenskinder, immer wenn ich reden will, dann wollt ihr auch reden. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Ja, ich muss mal kurz was für meine Synchro machen, weil hier... Normalerweise mache ich das immer an den lauten Geräuschen, das sehe ich das in der Audiospur. Da weißt du, ich schieb das immer so hin, damit es von der Facecam her passt, dass es synchron ist. Und jetzt muss ich kurz einmal... Moment. Eins, zwei, drei. Okay, so, jetzt kann ich das perfekt hinschieben. Wisst ihr, wie ich meine? Schlau muss man sein, ja? Wobei ich eigentlich dumm bin, aber... Naja. Ja gut, keine Ahnung. Halt mal, war ich da hinten jetzt? War ich ganz da hinten? Schatz. Schau irgendwo ein Schatz, nee. Okay. Wir schauen auf jeden Fall noch... Nathan. Ja, ist okay. Ich frage mich, wie man da hinkommt. Mit dieser verschlossenen Türe. Bestimmt hier liegt irgendwo ein Schlüssel. Da liegt irgendwo ein Schlüssel, das weiß ich. Oh Gott, wo bin ich hier? Moment. Hallo? Aha, das ist die Kneipe, okay. Ja, ich wollte noch da hinten gucken, ob ich da in das Haus kann. Vielleicht gibt's hier auch irgendwas. Aber wie gesagt, ich will alles anschauen. Alles, alles, alles. Ja gut, da kann ich nicht rein. Da hoch kann ich auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal... Wo waren wir noch nicht? Waren wir in dem Haus schon? Ja, da war ich schon im letzten Part. Da habe ich, glaube ich, alles angeschaut. Ja, wo können wir jetzt hin? Da war ich ja in der Kneipe. Hier, das sieht cool aus. Wow. Aber sau creepy, ey. Ohne Spaß. Hier will ich nicht alleine sein. Wobei, es geht noch. Ich meine, bei Nacht wäre es unglaublich creepy, aber jetzt bei Tag geht's noch. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Sorry, der Part. Ja, manche haben gesagt, im letzten Part. Oh, jetzt habe ich einen Schatz gefunden. Einfach so. Ich hab's nicht mal richtig realisiert. Eine Mogul-Vase. Sieht echt hart aus. Oh. Ja, jetzt passiert mir die gleiche Scheiße wieder hier. So, da ist... Okay, es ist ein tieferes Loch wenigstens mal, ja. Sie machen Fortschritte. Aber ich glaube, das ist einfach nur Dreck, was da drin verrottet ist irgendwie. Deswegen sieht man das Loch nicht ganz bis nach unten. Okay, was ich sagen wollte, viele haben gesagt, der letzte Part war nicht so actionreich. Ja, ich glaube, der wird auch nicht actionreich, weil ich hier halt wirklich nur alles angucke. Deswegen tut mir voll leid. Oh, da ist eine Statue. Das ist Henry Avery, glaube ich. Ja, sieht zumindest so aus. Wir gehen mal hoch. Hui! Dann haben wir irgendwo einen Brief. Spiegel. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Und jetzt gleich, huh! Sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber zur Hölle sind alle hin. Ich meine, wurden die alle entführt oder was? Oh, eine Puppe. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, die sind geflüchtet. Ich wette mit euch, die sind einfach geflüchtet. Voll creepy, diese Puppe hier. Sieht aber auch irgendwie cool aus. Ich würde die mitnehmen. Wobei, nachher ist sie verflucht oder so. Das war nicht so toll. Wow, da war ein Baby drin hier.
Sieht aus wie eine kleine Lokomotive. Voll knuffig. Der Stuhl, Alter. Bleib mal umschmeißen, ey. Ja, hier oben ist nichts mehr. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Okay, ja, hängen wir uns mal raus. Vielleicht. Ja, okay, ich kann, glaube ich, kann nicht loslassen, ohne zu sterben. Naja, hier. Oh! Okay, wir gehen. Oh Gott. Kann ich da rein irgendwie? Hallo? Türen sind alle zu. Ich müsste da klettern, glaube ich. Aber wie komme ich da hoch? Ich glaube, da kann ich einfach gar nicht lang. Sieht zumindest so aus. Aber hier vielleicht. Schade. Da oben wahrscheinlich auch. Alles nur Deko. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Ja, du alter Schlawiner. Die Statue steht noch. Nate, sieh dir das an. Moment. Ich komm. Was? Ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Ja. Lol. Gleich mal als Thumbnail benutzen hier. Perfekt, Alter. Darf ich auch mal? Aber da ist doch Blut dran, oder? Das sieht zumindest so aus. Guck mal. Das sieht echt nicht toll aus. Ich mag... Oh Gott. Voll die Folterkammer hier. Richtig gruselig. Okay. Schauen wir mal hier rein. Oder? Lol. Irgendwas mit dem Schlüssel. Vielleicht finde ich hier einen Schlüssel. Ja, vielleicht finde ich hier einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Oh, die hatten... Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Ja, das wollte ich vorher noch sagen. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Ja, das habe ich vorher noch gesagt. Es gibt hier bestimmt auch ein Gefängnis. Oder ich habe es angedeutet, sagen wir so. Das sieht man mal. Da ist doch... Da war niemand... Da ist ein Schatz drin? Da ist ein Schatz drin, what the fuck? Wie komme ich da rein? Ah. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Antiker Steintopf. Sowas nimmt er mit? Sowas ist ein Schatz? Ernsthaft? Naja. Ist okay, Nathan. Ladadi, ladadam, ladadam. Jeder von meinen Klassenkameraden weiß jetzt schon meinen YouTube-Kanal eigentlich. Ich habe da so eine E-Mail aufschreiben müssen, wo die Lehrerin mir irgendwas schickt und ich habe da einfach meine, also so meine Fanart-E-Mail hingeschrieben, so xyclankiller2-fanart@outlook.de. Und jetzt weiß sowieso jeder meinen YouTube-Kanal, wenn die zugucken, hey, ich bin geistig behindert. Aber okay. Es juckt mich nicht, wisst ihr. Das war schon bisher in jeder Klasse so. Die haben dann direkt gefragt, wo ist dein YouTube-Kanal? Wo ist dein YouTube-Kanal? Auf YouTube vielleicht, Daniel? Wie heißt der, meine ich, und so, wisst ihr? Wo bin ich hier eigentlich? Heilige Scheiße. Ist übelst interessant, hier alles anzuschauen. Ich mag das voll. Da war ich ja gerade. Okay. Hier ging es irgendwo raus, hier. Hier entlang, mir nach. Oh. Ich muss hier hin. Habe ich jetzt alles angeschaut? Ich hoffe es mal. Ja, ist okay, Leben. Hä? Ach, da muss ich gar nicht hoch. Wo? Wo zum Fick muss ich hin? Haken oder sowas? Nee, hier geht's nicht lang. Aber für was ist das Regal gut? Hä? What the fuck? Ich glaube nicht, dass ich hier richtig war. Wir gehen nochmal zurück. Nee, ich war hier nicht richtig. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin. Hier geht's doch erst weiter. Ach nee, das war da knascht. Oh, leck mir am Dunnel. Wo bin ich hier? Au. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte?
Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Ha. Finden wir einen Weg. Ich muss hier lang. Wie lang geht der Part? Der geht noch einigermaßen. So, dass ich noch was aufnehmen kann. Erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Cool. Der Baum sah gerade interessant aus. Es ging darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Moment. Ich glaube, ich kann da vorne was machen. Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Oha! Haben sich die Sklaven, Mörder und Diebe wirklich an diese Regeln gehalten? Hm. Naja, aber verständlich. Ich meine, man muss ja irgendwie kämpfen, oder? Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Würde mich verarschen. Da war ich doch vorher. What the fuck? Hä, aber ich konnte doch... Diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Mit offenen Geschäften. Ja, mit offenen Geschäften. Das muss schon wunderschön ausgesehen haben. Ohne Spaß. Also, da wäre ich gerne mal gewesen zu Besuch. Natürlich hätte ich eine Zeitmaschine. Da würde ich da auf jeden Fall hingehen. Halt. Ja, hier. Aber wo muss ich denn da hin? Das verstehe ich bis jetzt nicht. Ach so, oh Gott, bin ich dumm. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Okay, da lang gehen wir wohl nicht zurück. Heilige Scheiße, Sam, Alter. Mein Gott, bin ich gerade erschrocken, ey. Oh fuck, wo sind wir hier? In Until Dawn oder was? Oh fuck, rechts oder links ist die Frage. Halt, das sieht nach einer Kammer aus. Hallo? Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Hä? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Was geht hier vor sich? Hier geht eine richtig abgefuckte Scheiße vor sich, Leute. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Wenn hier wieder irgendwas mit Monstern kommt, dann bin ich raus. Das Symbol wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja. Vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Ärger im Paradies. Das hört man gerne. Oh, fuck. Ich werde mit euch gleich kommt Nadine und die ganzen Hurensöhne. Ich habe keinen Bock auf die... Oh! Yes. Bemalte Kupfertasche. Flasche. Was ist das für ein Aladdin da drauf? Lol. Ja, die sah ganz okay aus, ja. Aber ist auch nicht so besonders, dass ich sagen würde, ich würde sowas kaufen oder mitnehmen. Jetzt wird's wieder... Oh, fuck, Alter. Ich mag keine Statuen, die sind immer so... Wow, das sind so Särge, Alter. Was ist hier los? Gab's hier Krieg oder so? Jetzt muss ich mich abseilen, oder was? Wir raus. Oh, fuck. Ja, okay, dann mal los. Okay. Nein, halt, ja, so. Ich sehe Licht da unten. Wow. Ja. Heilige Scheiße. Hey, da ist noch mehr von der Kolonie. Ja. Okay, schwingen wir uns. Und da passiert gleich was, ich weiß es. Oh! Fuck. Ja, kommen Sie, Sam. Leute, ich beende den Part hier. Weil jetzt geht's los mit Krieg. Wieso sind die da jetzt schon wieder? Das ist doch unglaublich. Die sind immer da, wo wir sind.
Die sind uns immer einen Schritt voraus. Wieso holen sie den Schatz nicht einfach selber, wisst ihr? Ich weiß auch nicht. Naja, dann hoffe ich, dass wir uns in Part 27 sehen. Dann geht's wieder richtig ab. Und ich denke, wir sind dann bald am Ende. Wir gehen dem Ende zu langsam. So sieht's aus. Also dann, ciao und danke fürs Zuschauen.